So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist Gymtime. Wir haben Besuch, der Mario ist da. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir ein bisschen mehr zusammen machen. Es ist Gymtime, deswegen auch auf jeden Fall ein Trainingsthema für euch. Wir werden noch nicht trainieren, kommt aber auch. Auf jeden Fall sehr bald. Heute aber wirklich mal, wir merken immer wieder, ich merke es und Mario auch, deswegen haben wir gerade kurz mal uns darüber ausgetauscht. Thema Bizeps. Ich glaube, kein Muskel wird so stark irgendwie in den Fokus gesetzt wie der Bizeps. Wie trainiere ich den Bizeps am besten und was mache ich da? Und vor allem gibt es immer noch so Bizeps-Mythen. Es gibt wirklich Mythen, die wir heute aufdecken wollen. Deswegen heute mal Thema Bizeps-Mythen. Wir decken das auf, wir quatschen gegenseitig oder fragen uns gegenseitig einfach mal ein bisschen aus, was man davon hält oder was wir davon halten. Und ich starte jetzt einfach mal mit so einem Mythos. Viel hilft viel. Viel hilft viel beim Bizeps-Training. Was sagst du dazu? Ja, du bist der Experte. Also was Arme betrifft, ganz, ne, klein, ganz bin klein. Ich jetzt hier quasi zu Gast, darf ich zu Gast sein beim Man at Arms, ne, wer ihn noch kennt. Wie viel hilft viel? Ja, das ist so eine typische Anfängerphrase, würde ich sagen. Ne? Und das ist aber bei Armen nicht ganz so. Man, genauso ähnlich wie Arme trainieren muss man gar nicht, glaube ich. Da kommen wir später zu. Ja, also viel hilft viel. Nein, das, dem ist nicht so. Der Arm ist oder der Bizeps ist wie jeder andere Muskel und der braucht auch ein bisschen Pause. Ne? Und gerade die kleinen Muskeln, die brauchen eigentlich gar nicht so viel, auch an Satzzahl, an Volumenzahl. Auch mit schweren Sätzen ist der Arm meistens auch schnell eigentlich leer oder. Ja. Ne? Wie handelst du das? Genauso. Also deswegen ja, es ist ein kleiner Muskel, ne? Deswegen diese ganze Aufmerksamkeit um den Bizeps. Der Bizeps ist klein. Und so viel kann der auch nicht. Also der ist jetzt auch vom Bewegungsumfang jetzt vielleicht nicht so wie so eine Schulter, die viel mehr Bewegungsradius mit einschließt. Ist ein kleiner Muskel, deswegen eher sogar weniger hilft mehr, würde ich da sogar sagen. Weniger, intensiver und wie gesagt, der Muskel wächst. Vielleicht auch, wenn Anfänger zuschauen, der Muskel wächst nicht beim Trainieren, sondern danach in der Regeneration mit dem richtigen Essen und genau, ich glaube Mythos auf jeden Fall, viel hilft viel, stimmt nicht. Ja, ich würde den Bizeps ja nicht trainieren wie ein Fuß, also wie ein Bein, ja, und auch nicht wie eine Wade, weil auf der Wade turnen wir die ganze Zeit rum, ja. Dann würde ich jetzt noch ergänzen, aber ansonsten, er muss schon schwer und gut und hart und brutal auch trainiert werden, aber wir müssen sagen wir mal, in einem mittleren Trainingslevel keine 30 Sätze für den Bizeps machen und das nicht jeden Tag oder nicht unbedingt jeden zweiten Tag. Wie viele Sätze empfiehlst du für Bizeps? Ja, wie gesagt, also wirklich nach Trainingslevel, nach Erfahrung einfach auch und je nachdem, wie ich den Muskel auch trainiere, wenn ich ein volumenorientiertes Training mache, dann klar ein bisschen mehr, aber so über den Daumen würde ich sagen, ich sag mal so zwischen 8 und 12 Sätzen. Ne, ich mache da gerne auch mal ein bisschen mehr, aber das entscheide ich auch so nach Tagesform einfach. Also für jemanden, der gerade einsteigt, da muss man natürlich ganz klar unterscheiden. Jemand, der den Arm noch nie trainiert hat, der wächst automatisch auch von Brust- und Rückenübungen mit. Und da genügen dann auch schon, sagen wir mal, nur ein, zwei Sätze. Mehr kann der Körper da gar nicht leisten oder mehr Aufbau. Der Aufbau ist in der Phase auch noch limitiert einfach. Ne? Also da werdet ihr auch, wenn ihr 10 Sätze macht und noch nie den Bizeps trainiert habt, werdet ihr keinen Unterschied oder keinen schnelleren Muskelaufbau erzielen. Ne? Ja, vergeudet nur eure Zeit. Für die eigentlich wichtigen. Ja. Konzentriert euch gar nicht zu sehr nur auf den Bizeps, aber das wisst ihr auch von den ganzen anderen Videos. Immer erstmal die größere Muskelgruppe oder konzentriert euch da stärker drauf, besonders am Anfang. Und dann könnt ihr auch ein bisschen was vom Bizeps tun. Ja, und vergesst die Unterarme auch nicht, ne? Und den Trizeps. Eben. Was gibt's noch für so? Sonst gibt's was auf die Mütze. Stimmt. warte, was steht da? Mann, das sind die Bizeps. Warum? Man kann die Form des Bizeps nicht ändern. Ach so, ja, man kann die Form vom Bizeps nicht verändern, genau. Also man kann die Form, weil man, das ist ja jetzt quasi so diese Frage nach Genetik, wie sind meine Genetics, ne? Und da habt ihr jetzt zum Beispiel den Simon, der einen sehr kompakten und sehr prallen Arm hat. Ich, der jetzt, wir können jetzt auch posen, wir könnten das auch machen, ne? Aber wir sind alle posen, jetzt kommen wir lassen das. Wir lassen es. Wer unsere Bilder kennt oder von mir Wettkampfsbilder, der weiß, dass ich so einen etwas höheren, spitzeren Muskel habe und das ist im Grunde ja genetisch vorgegeben, aber man kann durch gezieltes Training und aufeinander abgestimmte Trainingssysteme kann man auch den Bizeps, das ist meine Meinung, ne, kann man den Bizeps auch formen und verändern und auch, was man nicht kann, ist halt hier so diese Ansätze, also wenn ich hier 2 cm Platz habe einfach,
am Arm, dann kann ich die, da kann ich den Muskelansatz, den kann ich einfach nicht runterziehen, ne? Aber man kann den Muskel schon so auch im Volumen etwas, ja, etwas stärker ausformen, dass er einfach praller und kompakter auch wird. Ja, sehe ich genauso, ne? Also wie gesagt, Muskelansatz können wir nicht ändern, aber wir können ein bisschen die Höhe stärker in den Fokus nehmen, Breite. Nicht einzeln. Die Breite durch den Brachialis, wenn ihr eben stärker den... Mann, hat der Mensch die Arme. Nein. Wenn ihr ein bisschen mehr Volumen hier einbauen wollt, könnt ihr da einen stärkeren Fokus drauf setzen. Oder wenn ihr wirklich die Spitze haben wollt, schafft ihr einfach eine kleine Vordehnung, dass der, was dass der lange... Gehen, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ihr wisst das, ne? Ihr habt das gesehen. Überhaupt nicht. Nein, ihr könnt wirklich, dadurch, dass wir hier zwei Köpfe haben und hier einen Teil, könnt ihr durch unterschiedliche Übungen, deswegen zeige ich euch immer recht viele, deswegen werden wir euch auch nochmal ganz viele Sachen zeigen, könnt ihr die Form anpassen. Also ihr könnt ein bisschen Einfluss nehmen, welchen Teil ihr stärker trainiert und welchen ihr ein bisschen mehr auslasst. Aber wie gesagt, Muskelansatz und insgesamt so die Form ist schon ein bisschen vorgegeben. Aber kämpft auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie ein bisschen Formänderung haben wollt, könnt ihr auf jeden Fall. Also wir können durch verschiedene Intensitäten, ne, können wir auch den Muskel einfach noch mehr ausreizen an bestimmten Stellen, an unterschiedliche Griffe auch den Muskelansatz dann auch so ein bisschen, also das Potenzial am Muskelansatz und da drumherum einfach noch ein bisschen mehr pushen. Und letztendlich sind wir in so einem 3D-Sport. Wir wollen einfach den Muskel plastisch trainieren, wirklich so in alle Richtungen, damit er wirklich wie so ein 3D-Körper einfach größer wirkt. Ne? Das ist, Bodybuilding ist Illusion. Ne? Ja. Auch du siehst da auf Bildern und... genau das ist es, ja. Siehst du einfach auch dann teilweise viel heftiger aus, wenn du eben dementsprechend auch solche Trainingsreize setzt oder dein Training intelligent steuerst. Und Mario hat gerade was von Wettkampfbildern gesagt. Guckt euch wirklich mal, jetzt ist sein Bizeps vom Umfang viel größer, sieht aber im Wettkampf viel, viel größer aus, weil eben dieses Plastische dann viel besser rauskommt. Ne? Die Einschnitte und so weiter, das macht eine Illusion von einem riesen Bizeps. Und wenn ihr mal bei so einem Wettkampf-Bodybuilder nachmessen würdet, die haben zum Teil vom Umfang gar nicht so viel. Es sieht einfach nur sehr plastisch aus, weil die Form schön verändern. Die haben nicht alle einen 50er Oberarm oder sowas. Teilweise haben die einen 40er oder einen 41er oder so. Und du denkst dir so, boah, ist das ein Arm. Aber das Beispiel ist wie mit den Knien. Hast du schmale Kniegelenke, schmale Handgelenke, schmale Fesseln. Sieht alles, was da drumherum liegt, einfach... Monströs, kann schnell monströs aussehen. Ne? Deswegen ist das nur, weil ich so dünne Handgelenke habe. Du hast auch einen 39er Oberarm. Ne? Ja. Bizeps ist wichtiger als Trizeps. Oder Bizeps macht mehr vom Oberarm aus als der Trizeps. Ne? Viele gehen ins Gym und wollen dicke Arme und trainieren den Bizeps. Du beantwortest die Frage. Wieso ich denn jetzt schon wieder? Du musst jetzt einfach. Nein, würde ich ganz klar sagen, nein. Ich würde eher sagen, dass am Arm halt der Trizeps, drei Köpfe, dass der Arm einfach, also der Trizeps wirklich einfach auch mehr Platz in Anspruch nehmen kann, also vom Potenzial her. Und deswegen ist der Trizeps mindestens genauso wichtig. Und wie gesagt, also wir auf Wettkämpfen, wenn wir unsere Quarter-Turns machen müssen, dann werden Schwachstellen also wirklich relativ schnell schon aufgedeckt. Und da kannst du der Jury gar nichts vormachen, ob in der Physikklasse, in der Classic Bodybuilding Klasse oder wie auch immer im Bodybuilding. Da geht das geschulte Auge hin und wenn du einfach eine gute Schulterpartie hast, bist aber am Rücken flach oder hast Beine sehr stark in der Vorderseite ausgeprägt, aber in der Rückseite oder in der Seitenansicht fehlt da einfach der Beuger, dann ist das auch schade. Genauso wichtig ist der Trizeps und der Trizeps spielt auch beim Brusttraining wieder eine große Rolle, auch im Schultertraining ist einfach die Streckmuskulatur schlechthin. Simon. Ich würde auch sagen, also viele wollen dicke Arme, konzentrieren sich hauptsächlich auf den Bizeps, vernachlässigen den Trizeps, weil sie denken, den sieht man gar nicht so. Aber glaubt mir, der Arm wird erst schön symmetrisch und auch der Bizeps kommt viel, viel besser raus, wenn ihr den Trizeps einfach dazu trainiert. Das macht das Plastische dann aus, das macht den Arm erst schön, schließt schön zur Schulter oben ab, macht den Arm erst angenehm, besonders so von der Seite, ne? So klar Bizeps, aber so sieht einfach der Arm viel besser aus. Das ist auch toll. Also Trizeps gehört jetzt nicht zu meinen Stärken, aber der Trizeps an sich, wenn er wirklich so eine Rundung hat und wirklich wenn der Arm sich wirklich in zwei Richtungen spannt oder sowas im T-Shirt und so, wenn man das schon sehen kann, das macht einfach einen austrainierten Muskel aus, einen austrainierten Arm. Da sieht man dann auch wirklich Trainingserfahrungen, jahrelanges Training. Deswegen, ich habe von vornherein, als ich angefangen habe, eigentlich immer so versucht, dass ich meinen Körper so als Gesamtes sehe. Ich habe immer mir auch so meine Ziele so zusammengestellt, dass ich mir die besten
Parts von den besten Bodybuildern rausgesucht habe. Ja. Mike O'Hearn hat das übrigens genauso gemacht. Er hat, ja, der hat dann Bilder aufgehangen und die Waden von Dorian Yates und Bilder von Flex Wheeler, Stärken hier Schulter, da Brust, und hat von Arnold Schwarzenegger, glaube ich, die Taille, irgendwie sowas, ne? Oder Rückenmuskulatur. Ja, genau. Trainiert symmetrisch und den beim Armtraining insbesondere auch dann den Trizeps. Bizeps muss brennen. Korrekt, ne? Bizeps muss brennen. Ihr kennt ja dieses lustige Lied und jeder denkt, dass erst wenn er brennt, gibt es Wachstumsreize. Er muss brennen, ne? Dann macht man irgendwie 15, 20 Wiederholungen. Nein. Also er muss nicht brennen, um zu wachsen. Das ist, ihr könnt mit einem schweren, intensiven, also ihr könnt den unbedingt auch brennen lassen, auf jeden Fall. Also ich würde schon Übungen einbauen, die dann auch richtig, richtig brennen. Lass dich von mir nicht beeinflussen. Ja, nee, sowieso. Also baut, ihr kennt ja meine Bizeps-Übungen, lasst den Bizeps ruhig mal auch brennen. Aber noch wichtiger, und da gehe ich jetzt so ein bisschen auf meine Erfahrung ein, noch wichtiger sind die schweren, die ganz, ganz schweren Sätze beim Bizeps, die eben gar nicht brennen, die noch nicht brennen, sondern die wirklich sehr, sehr intensiv sind, wo wir Wiederholungen so, weiß nicht, 5, 6, 7 Wiederholungen machen. Das ist so meine Erfahrung. Die haben mich wesentlich weitergebracht. Also ich habe erstmal auch sehr, sehr voluminöses Bizeps-Training gemacht, ne? Wie man das kennt irgendwie als Kind, und Bizeps Curls, 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 Curls brennen lassen. Und dann dachte ich, jetzt mache ich mal ein bisschen weniger. Und dann habe ich, jetzt willst du nur noch die Kraft erhalten, und habe einfach nur noch den Bizeps kurz und schwer trainiert. Und dann kam der wesentlich besser, wesentlich besser. Deswegen, und da hat es gar nicht gebrannt. Und trotzdem kam er besser, und obwohl ich schon fortgeschrittener war. Deswegen würde ich sagen, der muss nicht immer nur brennen, um zu wachsen. Auf jeden Fall auch mit rein. Also das sind gute Übungen, die dann auch brennen, wo wir ein bisschen in der Wiederholung hochgehen. Aber er muss nicht nur brennen. Mhm. Man kann ja auch ein bisschen nachhelfen. Man kann ja noch anzünden. Nein, würde ich sagen. Ich persönlich habe da auch noch, ich bin irgendwie gehandicapt, was Bizeps-Training betrifft. Ich habe ganz selten Muskelkater im Bizeps. Mhm. Ganz selten. Ich führe das darauf zurück, dass ich eigentlich, glaube ich, eher so ein Ausdauersportler bin, der sich umgemodelt hat. Der einfach, viel gegessen hat, viel schwer trainiert hat und habe mich quasi so hochgemästet von sehr niedrigem Körpergewicht, dass ich da einfach so eine Ausdauermuskulatur habe. Und der Bizeps macht ja überall mit. Deswegen, dass der einfach wirklich gut schon sehr stark trainiert ist. Ich würde immer sagen, das habe ich mir auch von ein paar Trainingspartnern, die ich so im Laufe der Jahre hatte, auch abgeguckt. Ich mache teilweise im Bizeps auch sehr, sehr starke exzentrische Bewegungen und spanne auch nochmal an. Einfach um, in der Hoffnung, dass ich dann am nächsten Tag doch ein bisschen Muskelkater im Bizeps bekomme, weil das habe ich ganz selten. Und ansonsten würde ich den schon, also ich bin so, ich finde, es muss schon irgendwo brennen, dass du an eine gewisse Reizgrenze rangehst, die erreichst, und wenn es dann brennt, dann versuche ich auch in diesem Gefühl zu bleiben und mich da auch ein bisschen aufzuhalten. Es ist aber richtig, was Simon sagt, meiner Meinung nach auch so, dass sowieso je nach Stadium der Bizeps nicht unbedingt kurz vorm Zerreißen sein muss, damit er aufbaut. Also das ist ganz klar ein Mythos. Hat auch damit zu tun, wie gesagt, ob ihr den Arm einfach, ich will dieses Wort Übertraining jetzt eigentlich gar nicht so diskutieren, aber ob ihr den Bizeps übertrainiert habt, ja, also dann kann es einfach sein, dass der Muskel einfach zum Ausdauermuskel geworden ist. Und dass dann wirklich auch, dass man dann einfach dekonditioniert wieder zurückgeht, auch mal eine Woche gar keinen Bizeps trainiert und dann wieder langsam auch mit niedrigeren Satzzahlen wie kurz und schwer, so in die Richtung HIIT-Training, auch wieder solche neuen Reize einfach setzt. Und das ist sowieso immer das Beste, oder? Ja. Wenn man einfach auch mal Dekonditionierungsmaßnahmen einbaut, auch mal Pause macht, mal eine Woche oder 14 Tage gar nichts macht, weil für den Körper ist das dann quasi wieder komplett zurück zum Anfang. Ja, jeder Muskel gewöhnt sich, ne? Der will ja nicht wachsen, ne? Und irgendwann weiß er genau, was kommt, und gewöhnt sich dran, deswegen auch immer wieder anders, ne? Deswegen muss immer brennen. Lasst ihn mal brennen, dann macht ihr wieder Schwere, dann macht ihr wieder eine ganz andere Übung, dann macht ihr mal Pause. Gibt dem immer wieder was Neues, ne? Dann kriegt er wieder neue Wachstumsreize und dann wächst er auch. Immer schwer ist auch nicht gut. Also ja, genau. Von der Trainingseinheit, manchmal genügt es auch einfach, wenn man auch auf Schwachstellen so eingeht, dass man, wenn ich jetzt sage, okay, Schulter ist meine Schwachstelle, Schulter trainiere ich zweimal die Woche, dass einmal die Woche hart und schwer dabei ist und einmal die Woche einfach nur Blut reinpumpen, ein bisschen Reize setzen, einen guten Pump aufbauen und dann gut. Der Bizeps
muss gar nicht trainiert werden, wird genug beim Rückentraining mittrainiert. Den Bizeps muss man, um damit er Wachstumsreize bekommt, nicht einzeln trainieren. Würde ich sagen, ist Quatsch. Es gibt so Leute, so typische Mesomorphen, die kommen ins Studio und die fallen eigentlich schon auf durch ihren Arm, obwohl sie noch nie trainiert haben. Für die mag das sicherlich gelten, ne, und auch korrekt sein, sage ich jetzt mal. Nur auch wenn die sich irgendwie immer mehr entwickeln, kann es sein, dass irgendwann der Bizeps oder vielleicht zumindest der Trizeps hinterherhinkt. Ich würde je nach Trainingssystem, ob ihr jetzt Split-Training macht, Ganzkörpertraining und so weiter, gerade wenn ihr ein Split-Training macht, dann könnt ihr eigentlich die Arme nicht rauslassen, weil die Arme, man muss sich da auch vor schützen, wenn ich jetzt im Brust- oder im Rückentraining stärker werden will, führt kein Weg daran vorbei, dass ich auch mal den Trizeps für sich einfach rausnehme, ihm eine Einheit gebe, um ihn einfach stärker aufzubauen, weil die ganzen Synergisten, also die ganzen Mitspieler um eure Muskelgruppen herum, auch die Schulter, dass man die Schulter auch mal selektiert in die einzelnen Muskeln und die einzelnen Anteile, macht dann die Schulter später im Gesamten auch wieder stärker. Ja, also auch beim Rückentraining, wenn der Bizeps auch mal isoliert wird, wird der Rücken nachher leistungsfähiger, genauso wird die Brust leistungsfähiger, wenn der Trizeps mal richtig isoliert wird. Ja. Ihr kennt das auch genau, also das ist das, was ich euch immer erzähle. Viele bei dem Rückentraining versagt dann irgendwann der Unterarm, der Bizeps und dann kommt ihr nicht weiter beim Rückentraining. Deswegen ist es dann wichtig, auch mal die Unterarme noch mal einzeln zu trainieren oder auch mal den Bizeps. Genau. Unterarmtraining zusätzlich. Genau. Was ist mit Unterarmtraining? Ja. Braucht man keine Unterarme zu trainieren? Sind die überall beim Rückentraining mit dabei? Ja, natürlich ja. Ja, weil wir halten ja fest, der Bizeps ist ja auch beim Rückentraining dabei. Aber auch da, der Rücken wird nicht stärker, wenn der Unterarm immer schwächer wird. Ja. Ja. Wir empfehlen da auch mal Zughilfen oder auch mal Magnesium, ne, um einfach den Grip zu verstärken. Ne. Aber ein starker Unterarm ist schon mal eine gute Versicherung, dass wir im Grunde auch ordentliche Gewichte greifen können beim Rückentraining. Ja, sehe ich genauso. Also Bizeps einzeln auf jeden Fall mal trainieren, besonders auch um die Form dann zu bestimmen, ne? Weil wenn ihr den immer nur mit Rücken trainiert, kriegt ihr ja nicht Winkel rein, die ihr vielleicht haben wollt, um den Bizeps schön auszuformen. Deswegen auf jeden Fall Bizeps mit ins Training nehmen, also auch mal isoliert. Ist der Bizeps, oder warum wird der Bizeps als Disco-Pumper-Muskel, ist das ein Disco-Muskel? Ist das der Muskel, ich glaube, ich habe die Frage aufgeschrieben, weil ist das der Muskel, der am meisten Eindruck schindet? Was, da, ganz subjektiv deine Meinung. Ist das der Muskel, der... Ja, also die Frage ist natürlich prädestiniert für mich, weil ich so oft, wie ich in der Disco bin, laufe ich da ständig auch oben ohne rum. Ne? Und da muss der Bizeps immer auffallen. Ne? Und ich schneide mir, bevor ich reingehe, eigentlich am Türsteher vorbei, schneide ich mir immer den Arm ab, damit man den Bizeps auch gut sieht. Ne? Ist kein Scherz übrigens. Ne? Doch, ist Scherz. Wir gehen alle nur mit Tanktops in die Disco, nein. Ja, Muscle-Shirts. Ja. Voll hier, World Gym Muscle-Shirts. Also, ich glaube, es sieht vielleicht von mir, Disco-Pumper, was sagt man da, Brust-Bizeps. Ich glaube, es sieht so bescheuert aus, wenn man eine dicke Brust hat und einen dicken Bizeps und der Rest ist nicht gut ausgeprägt. Deswegen besonders an Disco-Pumper, ne, die irgendwie gut aussehen wollen, irgendwie im engen Shirt oder so, trainiert bloß symmetrisch. Ich glaube, es gibt nichts, was cooler aussieht, als wenn der Nacken gut rauskommt, wenn die Schulter gut rauskommt, wenn der mittlere Teil des Trapezes richtig gut rauskommt im Shirt, der Trizeps. Der Bizeps natürlich auch, aber wie gesagt, symmetrisch. Deswegen weiß ich auch gar nicht, woher das gekommen ist. Irgendwie Disco-Muskel, Disco-Pumper-Muskel oder was. Wir hatten erst über Schulter gesprochen, Simon. Ne? Simon mit seinen Schultern ist ja eigentlich sein Disco-Muskel, weil man könnte so ein Bierkrug von, wenn er hinter dir steht, unterhält sich. Und, dann kriegt der Simon regelmäßig so einen Bierkrug auf die Schulter gestellt, weil die Leute denken, das wäre irgendwie die Theke, ne? Also Tresen und so. Ne? Ja, aber... Deswegen trainiert nur die Schulter. Er ist natürlich, also jetzt mal zurück zur Frage, wir wollen ja auch objektiv und seriös auf sowas antworten. Ist er ein Disco-Muskel, der Bizeps? Man muss sagen, ja. Irgendwo schon wird er als Disco-Muskel wahrscheinlich auch benutzt oder genutzt. Weil wenn wir jetzt T-Shirts anziehen und damit Clubbing, ne, unterwegs sind auf Tour, dann sieht man natürlich die Beine am wenigsten. Ne? Schöne Grüße an, wie heißt er noch? Farid. The Boss oder Farid Bang. Nein, da sieht man natürlich die Arme dann sehr schnell, den Brustkorb, ein breites Kreuz natürlich auch. Und aber das kann man
das kann man sehr schnell selektieren. Und wenn man dann einfach mal in der Diskothek selber die Leute bittet, das T-Shirt oder die Hose auszuziehen, dann weiß man im Grunde, nach welchem System trainiert wird. Ne? Ja, trainiert bitte die Beine wirklich. Also es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie im Schwimmbad oder so Jungs, die dann oben ziemlich trainiert sind und so Spargelbeine haben. Das geht gar nicht. Und Frauen finden das auch nicht gut. Ja. Bizeps immer mit Trizeps trainieren. Genau. Was hältst du? Das ist wirklich auch, vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein bisschen subjektive Sache, antagonistisches Training, Bizeps mit Trizeps trainieren. Was hältst du davon? Mache ich sehr gerne. Mhm. Habe ich jahrelang auch gemacht, auch im Trainingsprogramm. Ja. Vielleicht sogar mal so ein bisschen einseitig unterwegs gewesen, will ich nicht ausschließen. Also mein Training ist ja auch so konzipiert, dass ich eigentlich jetzt nicht mehr die große Masse aufbauen will, sondern ich will im Grunde das, was ich habe, so schleichend, kontinuierlich einfach verbessern von der Form, optimieren. Ich bin ja auch nicht mehr so im Anfangsstadium, das heißt, ja, ich gehe da auch so ein bisschen nach Zeit, was ist praktikabel, umsetzbar, was kriege ich schnell in 60 Minuten gestemmt, und da passt dann einfach super Sätze so. Antagonistisches Training passt da sehr gut rein. Nichtsdestotrotz gehe ich auch mal zyklisch vor und hau da auch mal mit dem Hammer zwischen, mit dem Keil zwischen und sage, okay, jetzt Trizeps einen Tag, Bizeps einen Tag, weil ich es einfach auch machen muss, weil, wie gesagt, Trizeps jetzt nicht zu meinen Stärken gehört. Dann mache ich es momentan so, dass ich Trizeps auch isoliere. Und ja, man muss sie nicht immer zusammen trainieren. Das sieht im Studio sieht es ja natürlich gut aus. Es sieht natürlich aus, als hättest du so einen richtig voluminösen Arm, wenn du vorher noch einen Booster getrunken hast und dir eine Kohlenhydratbombe verpasst hast, dann hast du natürlich auch einen richtig kompakten Arm. Aber im Endeffekt würde ich auch einfach behaupten, dass wenn ein Muskel ja isoliert wird, fokussiert wird und am meisten Aufmerksamkeit bekommt, dann hat er auch wirklich am meisten davon. Ja. Meine Meinung kennt ihr da, glaube ich. Ich mache es ab und zu, antagonistisches Training, aber bin sonst eher der Fan, immer weil ich wenig Zeit habe und weil ich für die Arme einfach, weil ich auf die Arme keinen Fokus mehr setze, beziehe ich die in das Training mit ein, wo sie mittrainiert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Brust trainiere, habe ich so viel Trizeps schon mit drin, dass mir da ein, zwei Sätze reichen, weil ich da einfach keinen Fokus drauf lege. Und beim Bizeps recht ähnlich, meistens im Rückenworkout Zugmuskeln, und dann habe ich den Bizeps mit drin. Und ab und zu, wenn ich dann mal wieder einen neuen Reiz setzen will, dann gibt es auch mal ein antagonistisches Training oder hier dieses Bigger Better Biceps oder so. Also wirklich mal ein voluminöses Training, ganz speziell mal für den Arm, mit Unterarm oder auch antagonistisch. Aber sonst bin ich eher so der die ganzen trennt. Mhm. Aber wie gesagt, probiert's aus, und es gibt nicht das richtig oder das richtig, sondern die Abwechslung. Ne? Also probiert mal die Abwechslung aus, und vielleicht mögt ihr das lieber und wechselt dann einfach mal. Testet alles mal aus. Mhm. Das wäre, glaube ich, so mein Tipp. Sehe ich auch so. Und wie gesagt, die Unterarme nicht vergessen, ja, als Faustregel. Macht nicht zu viel, trainiert die Arme nicht 3-4 Mal die Woche, das bringt nichts. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir auf jeden Fall zum Schluss Weg geben sollten? Ach so, genau, wir hatten noch eine Frage von Flavio Simonetti. Also das haben wir aufgegriffen, weil es in den Kommentaren stand, schrumpft der Bizeps vom Salat? Ne? Ja, also wir werden irgendwann den Flavio hier zwischen uns setzen. Ne? Ja, ich glaube. Dann auch. Diskutieren wir das aus. Ne? Ja. Erwin, jetzt gerade hinter der Kamera, hat eben Salat gegessen und viel Fleisch. Der ist ketogen unterwegs, also der ist froh, wenn er Salat bekommt, und der hat wirklich gute Gains, ne? Guten Pump, und da läuft auch alles, ne? Hier an dieser Stelle, Erwin. Ne? Und dann würde ich sagen, also Salat gehört einfach dazu, muss sein und gehört zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, und auch über die, da gibt es mit Sicherheit noch viele Videos, habt ihr vielleicht auch schon viele Videos geguckt. Wird es von uns auch noch ein bisschen was geben? Ne? Eben, unbedingt. Also wirklich sowieso. Grünes Gemüsesalat, alles, was irgendwie in Richtung Salat, Gemüse geht, ist immer gut. Wenn ihr nur Salat esst, ich glaube, dann schon. Ja, dann wird der irgendwann schrumpfen. Jeder kommt halt immer mit dem Beispiel vom Orang-Utan, ne, der ja auch wirklich nur Pflanzenfleisch isst. Ja. Like Meat isst, ne? Nein, also das ist wirklich so, dass wenn wir in einer ausgewogenen Ernährung das Gemüse weglassen, dann ernähren wir uns auch nicht gesund. Ja. Deswegen gehört der schon irgendwo dazu und verbessert oder verschlechtert unsere Bizepsentwicklung jetzt in keinster Weise. Genau. Genau so ist es. Ich
glaube, wir sind durch soweit mit den Bizeps-Mythen. Wie gesagt, wir werden noch trainieren, also keine Sorge, wir werden richtig, richtig hart trainieren. Wir haben uns einfach mal spontan zusammengesetzt, einfach ein bisschen was für euch gemacht, damit ihr den Mario noch besser kennenlernt, damit ihr uns auch zusammen als kleines Team mal so ein bisschen kennenlernt. Ihr werdet noch das weitere Team kennenlernen von Mario, was hinter Mario steht. Ihr werdet noch ganz viel erfahren, so als kleiner Vorgeschmack. Mario, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Und bleibt dabei. Sehr genau. Abonniert den Channel, guckt bei Mario auf den ganzen Sachen schon mal ein bisschen, stöbert mal ein bisschen rum, abonniert den Channel, guckt mal bei Facebook bei beiden vorbei, auf Instagram und auf YouTube und bei den Trainingssystemen sowieso, die kennt ihr auch. Weiß ich, wie aus der FIBO, wenn ich das auch sagen darf. Genau, genau. Und schaut auch schon mal, gebt mal ein, sucht mal Physik Generation, wenn ihr auch nicht über Physik Generation gestolpert seid. Da kommen noch andere Teile unseres Teams dann hier noch demnächst werden vorgestellt und das wird eine sehr, sehr interessante Sache. Wird sehr spannend. Also, danke. Schönen Abend.